Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in City Skylines After Dark. Herzlich willkommen bei Abonacho. Ihr seht hier unten da ist schon so ein bisschen Betrieb. So ein paar Autos fahren hier durch die Gegend. Die sind erstaunlich langsam hier unterwegs. Es gehen ein paar Leute durch die Gegend. Wie schön. Und ihr seht auch, ich habe hier die Bäume weggerissen und habe hier stattdessen so kleine Büsche hingemacht. Das ist vielleicht gerade in Bezug auf Starten und Landen. Oh. Da hat aber jemand einen Busch falsch gepflanzt. Den sollten wir da besser wegnehmen. So. Dann ist das gut. Dann habe ich natürlich entsprechend hier auch Büsche reingemacht, dass das Ganze auch so aussieht, als wäre es gewollt. Ist natürlich besser, wenn die Flieger nicht so knapp über die Bäume fliegen müssen und deswegen halt die ganzen Büsche, dort wo die Einflugschneisen sind. Jo. Und dann soll das wohl auch passen. Was ist das denn für ein? Ach so, der sah nur anders aus. Okay. Jetzt sehe ich aber auch, es werden wieder, und das freut mich gerade unheimlich, es werden nämlich Wohnungen gefordert. Das ist sehr gut. Dann kann ich nämlich hier einfach mal direkt anzimmern. Und ich freue mich. So. Ja, diesen kleinen Bereich, den lassen wir, glaube ich, mal so, wie er ist. Das finde ich gut. Und hier kann ich jetzt wunderbar direkt anzimmern. Die dürften hier auch keine Probleme mit der Schulbildung haben. Und deswegen gefällt mir das gerade mal richtig gut. Jo. Jetzt machen wir hier noch überall so Lädchen hin. So zwischendurch. Da haben wir genug. Und hier haben wir auch noch einen. Jo. Dann machen wir den hier. Ja, machen wir da noch einen hin. Und dann soll das erstmal gehen. So, und wenn Industrie gefordert wird, na, ich kann unten noch ein bisschen Erzindustrie hinsetzen. Oder die kriegen wahrscheinlich schon wieder nichts verkauft. Nö. Jetzt fehlen dem Arbeiter nicht genügend Arbeiter. Hm. Die sollten dann wohl gleich nachkommen. Wo jetzt wieder Wohngebiete gefordert wurden, ist das ja gar nicht mal so übel. Ja, die Zugverbindung hier, die scheint zu funktionieren. So zu funktionieren, wie sie soll. Aber warum ziehen hier Personenzüge durch? Ach, weil es gar keiner ist. Das ist ein Cargozug, alles gut. Ja, die kriegen ihre Produkte wahrscheinlich nicht verkauft. Nicht genügend Verkaufswaren. Genau das Gegenteil. Das ist auch Blödsinn. Die sollten doch eigentlich damit keine Probleme haben. Hm. Hier haben wir schöne große Parks. Da werden wir hier zwischendurch auch nochmal einen reinsetzen. Dass gerade die Metro City immer wieder schöne große Parks mit drin hat. Und irgendwann werde ich mich dann auch gleich mal dran setzen und eben solche Flächen dicht machen. Weil das müssen wir jetzt im Let's Play alle tun. Das haben wir jetzt 100.000 Mal schon gesehen. Das ist immer noch schön. So unser erstes kleine Viertel hier. Kiwi-Busch und das Erdbeerviertel. Das war schon nicht schlecht zu Anfang. Was ist hier los? Normaler Ampelstau. Alles in Ordnung. Alles im Buddha. Gut. Dann sollten wir hier jetzt auch erstmal so weit sein. Die fordern immer noch Wohnung. Wie schön. Wie wäre es, wenn ihr die Wohnung hier einfach mal... Auch Besitz, das geht gar nicht so schnell da unten jetzt, ne? Obwohl ich den auf der Uhr habe. Hm. Also entweder die haben was geändert oder einmal der Mods hat was geändert. Eins von beiden. Jetzt fordern die Industrie. Okay, dann setzen wir hier einfach mal ein Büro hin. Da haben wir eins, da haben wir zwei. Okay, dann machen wir da noch eins hin. Ja. Weil die Häuser möchte ich jetzt nicht abreißen. Was ist denn das? Und das? Verstehe ich nicht. Okay. Dann muss ich jetzt hier mal Häuser wegreißen. Die waren das, ne? Ja. Alles gut soweit. Dann können da jetzt die anderen Häuser, die etwas größeren, entstehen. Okay, und dann können wir uns nach und nach nämlich hier wunderbar rausbauen. Ich denke mal hier. Ne, eventuell hier.
Und hier nochmal so ein Stadtpark. Mal gucken. So, wie sieht das denn? Na gut, bis das hier jetzt natürlich oben ist, das wird alles ein bisschen dauern. Das ist aber so schlimm auch nicht. Kann ich mitleben. Wichtig ist halt, dass hier, okay. Da, sowas wie ein Nightclub, genau. Das darf ruhig sein. Die haben da sowieso so laut die Musik drin, die hören die Flugzeuge draußen bestimmt nicht. Also von daher ist das dann relativ. Noch ein Nightclub. Wie schön. Und noch ein Hotel. Ja, die Hotels, die sollten am besten ganz gut abgesichert sein, abgedichtet sein, was die Lärmbelästigung betrifft. Wird man sehen, nicht wahr? Das ist ja so ein Interkontinentalhotel. 5 überqualifizierte Arbeiter arbeiten da. Warum? So, jetzt steht hier dummerweise nicht bei... Auf jeden Fall sind die Arbeitsstellen alle besetzt. Das ist ja schon mal gut. Was haben wir, was hast du denn hier für ein Problem? Nicht genügend Verkaufswaren? Warum? Hol sie dir doch. Ist doch nicht das Ding. Also ich werde jetzt hier nicht anfangen, irgendwelche Industrie hinzusetzen. Das könnte mal knicken, Leute. Das hier soll rund um den Flughafen so eine kleine Partymeile werden. Die Leute, die sollen direkt von hier ab in Hotels und sollen zusehen, dass die hier richtig Geld ausgeben. Ja. Und dann können sie eben schnell über der Autobahn, gerade die Leute, die hier arbeiten, schnell über der Autobahn eben nach Hause, beziehungsweise Bus, Taxi, wie auch immer. Das soll wohl... Geht doch in beide Richtungen, ne? Jawohl. Ist auch ordentlich Betrieb, wie man sieht. Tatü, tatü. So klingt es aus dem Horne. Der Jäger tutet hinten rein, dann kommt zur Tür von vorne. So war das doch. So, und wer das erkannt hat, der kann mir das mal hier drunter schreiben. Diese Ecke, das ärgert mich so langsam so ein bisschen. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier, obwohl die überall verbunden ist, trotzdem noch zusätzlich irgendwelche Sachen machen muss. Nicht genügend Käufer. Wäre es Blödsinn, wenn ich jetzt hier wirklich aus dem Industrie, den reinen Industrieviertel, noch Wohnhäuser dran setzen muss, nur damit die genug Leute haben, die die Produkte kaufen. Also auch hier ein Punkt, den ich jetzt nicht so nice an dem Spiel finde. Weil die haben ja die Möglichkeit, das in alle Richtungen zu exportieren. Also die kommen auf der Autobahn, auf der Bahn, haben also keine Probleme. Eigentlich. Und die Autobahnen, die sind ja mit dem Ende der Map verbunden. Also insofern auch keine Probleme. Gott, ist das hell, die Ecke, wa? Hammerhart. Da dürfte lustig aussehen, wenn das hier wirklich komplett rundherum umgebaut ist. Ich glaube, dann brauchen die so eine eigene Tesla-Versorgung. Da dürfte dann aus dem All raus die Leuchtkraft, die dürfte aus dem All raus dann zu sehen sein. Da würde ich eigentlich ganz gerne auch nochmal so ein Riesenrad hinstellen. So, was haben wir hier? Sportstadion. Könnten wir da oben auch noch eins hinstellen, ne? Wäre ja so schlecht nicht. Hier wird schon wieder Fußball gespielt. Blau gegen Rot, wie immer. Das kennen wir ja. Die Fußballfans, die dürfen sich dann aussuchen, wer da gegen wen spielt. Ich tue es nicht. Ich halte mich da raus. So. Der Betrieb, der funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Habe ich so das Gefühl? Die teilen sich hier auch insgesamt früh genug auf, wenn die hier von der Autobahn jetzt runterkommen. Dadurch, dass die halt nicht mehr direkt bis hierhin durchfahren, das war schon ganz gut, dass ich das gemacht habe. Das sieht man nämlich hier an der Autobahn, wenn ich hier runterknalle. Das ist eine große Kreuzung hier. Ja, und man sieht, hier ist eigentlich null Chaos. Und es kommen eigentlich ja genug Autos von der Autobahn runter, sollten zumindest. Ich meine, so eine Zufahrt möchte man doch gerne haben, ne? Dann haben wir hier unser Big City Kreuz. Da können wir mal gucken, wo das hier alle so im Großen und Ganzen belegt ist. Das geht eigentlich. Also da hätte ich jetzt tatsächlich eine deutlich höhere Frequenz erwartet. Aber es gibt eben auch einige, die fahren direkt unten lang.
die gehen hier gar nicht mehr auf der Autobahn, sondern die fahren dann direkt hier unten lang. Schon in die entsprechenden Gebiete rein. Das ist natürlich recht praktisch. Und einige, die halt oben bleiben und dementsprechend den Wechsel der Autobahn vollziehen, wo auch immer sie hinwollen. Was natürlich dann auch nicht so verkehrt ist. Auch so ein kleiner Blickfang, so ein riesen Autobahnkreuz. Aber wenn es dann... Oh, super, super. Ich kann da Wohnungen bauen. Und hier ist auch schon ordentlich was belegt. Allerdings für Metro City... Oh, was ist das denn für ein geiles Büro? Alter, leck mir Bobbes. Wie groß ist das? Nee, ich will die Fläche. Mehr will ich nicht. Muss ich doch mal so umschalten. 1, 2, 3, 4. Mal 1, 2, 3, 4. Ich hab da so eine Idee. Das ist jetzt... Geht doch wieder nicht. Das sind nur 3, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist egal. 1, 2, 3, 4 müssten das dann sein. Oh ja. Aha. Jetzt wollen wir doch mal... Nein, was sitzt denn da? So. Das sind auch nur 3. Da haben wir 4. Okay. Habe ich die... Hatte ich da die falschen weggerissen? 1, 2... Ah, jetzt ärgere mich doch nicht. Das sind doch auch wieder... Da sagt er mir aber jetzt, Ah, aber das ist ein zusammenhängendes Stück. Sehr schön. Das heißt, ich könnte hier einfach mal... Swobidu. 1, 2, 3. Nee, ist mal falsch. Ich bräuchte erstens den hier. Zweitens den hier. Drittens den hier. Und den hier. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, super. Und... Nope. Bitteschön. Das könnte dann recht nett aussehen. Das machen wir jetzt mal. Mal gucken, wie das dann ausschaut. Das ist auch so ein Gebäude, was ich mir runtergeladen habe. Aber ich habe nicht gedacht, dass das in der Nacht so schick ist. Das hat was. Davon 2 Stück direkt gegenüberstehen. Deswegen wäre das hier so dolle. Oh, geht das nicht hier? Ich muss mal gucken. Und der weg und der weg. Und wir haben da oben raus eine Dreier. Verfluchte Hacke. Das ist jetzt aber sehr schade. Das heißt, da geht auch gar kein Fall. So, müssen wir also bei dem hier bleiben? Aha. Da hat er jetzt erstmal so normale Büros hingesetzt. Ist recht, aber ich habe ja hier... Das ist ja ein Gebiet, ne? Ja. Und zwar von Metro City. Und da ist auch dieses drinnen. Das heißt, die Richtlinien stimmen. Gut. Also ist da alles in Butter. Mal gucken, ob das so wird, wie ich das möchte. Wie sieht es denn jetzt bei euch aus, Kollegen? Habt ihr... Komm, ich bin mal nicht so. 0 Uhr. Wir gehen jetzt mal ein wenig nach vorne. 5 Uhr morgens, 5:30. 5:30 in Deutschland, Frisur sitzt. So. Die kriegen trotzdem schon mal alle Ströme. Das ist schon mal gut. So kleine Ecken, die sich hier so aufgebaut haben. Und dann sollte ich dann hier tatsächlich auch schon mal Haltestellen einfügen, wo denn, ja, einmal dort. Und dann braucht das Ganze noch, und warum ging das nicht hier? Ah, dann machen wir es auch mal dorthin. So, dann kriegt das Ganze noch, Quatsch. Ist doch hier rüber. Obwohl, der hat ja dort seinen Zebra. Dann braucht er hier unten ja nicht noch einen. Das ist ja Blödsinn. Okay, dann die nächste Bushaltestelle.
die packen wir dann dorthin. Dann hat er auch hier seinen Zebra. Jawohl. So, dann packen wir hier eine hin. Ne, hier baut er ja auch noch auf. Das heißt, wir packen hier eine hin. Ja, und dann werden wir später hier unten noch irgendwie eine hinsetzen müssen. Aber dann soll er wohl gehen. So, dann kann er hier nochmal anhalten. Will er nicht. Aber dort will er. Soll mir recht sein. Dann machen wir dazu. Dann geht das nämlich auch. Ja, ich denke schon. Und auch hier unten. Einer dorthin. Und dann ist erstmal gut. Ah, den hätte ich dann eventuell. Nee, kann ich nicht hier durch. Wenn ich den hier durchfahren lasse, müsste der quasi hier drehen und hier wieder runterfahren. Das ergibt ja keinen Sinn. Aha. Das heißt, naja, das ergibt jetzt dann generell nicht so viel Sinn. Warte mal. Naja, da könnten sie mit dem Taxi höchstens durch, ne? Das sind ja auch nur. Weil der Bus fährt jetzt dann direkt hier auf der Autobahn. Dann würde ich mal vorschlagen, wo habe ich sie denn? Die bringen ja dann auch noch ein bisschen zusätzlich was. Machen wir mal so. Und machen wir mal so. Machen wir mal dort an ihn. Und so, dann haben die nämlich auf jeden Fall Parkplätze. So unheimlich viele brauchen sie nicht. Aber ich denke doch, dass so ein paar Parkplätze dann hier ganz interessant sind. Und Strom geben sie halt auch noch. So, jetzt haben wir hier. Ja, da machen wir zwei Parkplätze hin, eben auf jeder Seite ein. Weil Krankenhaus. So, mit dem Müll solltest du eigentlich keine Probleme haben. Wo habe ich denn das Ding hingesetzt? Hallo? Müll? Warum? Ach da. Nö, das soll ja eigentlich gehen. Also ich meine, da kann er hier einmal rum. Ja, denke schon. Ich meine, gut, ich könnte hier auch noch irgendwo was hinsetzen. Na gut, dann müssten die Müllautos entweder. Das ist dann noch zu überlegen, aber es wäre eigentlich so schlecht nicht. Dann würde ich den nämlich hier runterkommen lassen. So mit einer kleinen Abfahrt. Eigentlich ja dann doch eher hier hin. Ach so. So mit einer. Mit so einer Mini-Abfahrt. Ja. Will er nicht, ne? Habe ich mir nämlich hier schon beinahe gedacht. Aber ich kann das dann so machen. Und so machen. Dann setze ich dort ein Stück Einbahnstraße drin. Machen wir hier mit. Genau. So machen wir das. Und hier verbinden wir das jetzt wieder mit der Autobahn. Ist allerdings dann. Ah. Ja, ja, das ist nicht richtig. Das müsste ich ja. Genau. So. Und so. Und. Jetzt ernsthaft. Stimmt. Ein bisschen dusselig. Also, ist halt nochmal ein Stück weg. Ziehen wir den halt einmal bis hier.
einmal bis. Ja, natürlich. Ist jetzt nicht so wirklich schön. Ah, aber so geht. Wunderbar. Und dann können wir hier noch Müll dran setzen. Ja, das können wir tun. Und zwar, guck mal her. Müll. Dort. Ah, schlaues Kerlchen. Na, setzen wir den halt dort dran. Und setzen... Falsch. Ein Stück zurück. Dankeschön. So ist richtig, weil ist ja dann Stück Einbahnstraße. So. Jo. Und von dort ab müssen wir allerdings jetzt einmal ein Stück normale Straße, dass der Müll auch Moment. Ja doch, ist ja richtig. Aber nicht normale Straße, sondern von da aus darf er quasi... Da muss ich hin. Ja, eigentlich schon, ne? Und eigentlich, um es richtiger zu machen, auch so. Ja, würde ich denken. Das habe ich mir nämlich jetzt gedacht hier. Das kommt davon, wenn Abonnatsche schon mal anfängt. Hier kann ich doch später reinbauen. Nein, das machen wir mit normaler Straße. Hier kann ich doch später was reinbauen. Ist doch alles gut. So. Mach halt, genau, so. Und mach halt... Ja. Mach halt so. Und den tun wir aber, damit der Müllwagen auch hier wieder runterfahren kann. Und das Ganze nämlich hier einmal machen. Und zwar so. Nicht witzig, weil... Überlegen. Ja doch. Doch, das wird witzig. Das machen wir uns jetzt witzig. Ja... Na, hat er gepasst. Wunderbar. Nein. Komm, ich habe gesagt, das machen wir uns witzig. Dann machen wir uns das auch witzig. So. Und. Genau. Und so. Und wieder runter. Sehr schön. Und wieder schön auf der Bahn drauf. Wunderbar. Jetzt haben wir es witzig. Glaube ich. Irgendwie schon. Okay. So, dann können die jetzt hier runter, können ihren Müll, können hier wieder raus, wenn sie denn wollen. Und können auch hier wieder raus, wenn sie denn wollen. Ja. Soweit alles im grünen Bereich. Und dann fangen wir den jetzt, setzen wir direkt schon mal an. Einmal hier hin. Alles gut. Und einmal... Ernsthaft? Will ich das? Eher nicht. Machen wir halt so. Und dann würde ich sagen... Ja. So, nicht? Ja. Das ist dann schon eher okay. Jo, das kann dann tatsächlich erst einmal so bleiben, würde ich meinen. Jetzt brauchen wir schon wieder Ströme, sagt er hier, weil der die Ströme nicht verbunden kriegt. Ich denke, wenn ich das so mache und so mache, dann gibt es aber auch keine Probleme mehr. Richtig? Richtig? Richtig. Alles gut. 24 Minuten, mein Lieben. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich werde das mal wieder ein bisschen laufen lassen. Werde mal gucken, was hier so passiert. Und
Ja, wird hier eventuell jetzt gerade noch ein paar Wohnhäuser dazu. Das machen wir noch einmal schnell gemeinsam. Jetzt hier, können wir jetzt hier quasi erstmal runtergehen. Dass wir das hier einmal alle dicht haben. Und gut. Ja, und wenn es euch dann gefallen hat, lasst mal gerne einen Daumen hoch, da teilt es auf meinen Social Media und dann hören und stören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.